Hallo Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich herzlich, euch begrüßen zu dürfen bei dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und Don Brakus hat hier einen Replay angeschickt vom FCM 50 Tonner. Gerade hier natürlich für viele ein ganz, ganz toller Tier 8 Premium Panzer. Titulierung ist ein schwerer Panzer, allerdings mit seinen 1000 PS ist er auf jeden Fall von der Spielweise definitiv eher wie ein Medium zu spielen, auch weil er einfach keine Panzerung hat. Also lasst euch da nicht erschrecken bzw. abhalten davon, wenn ihr sagt, Medium-Panzer wird mir besser gefallen als ein schwerer Panzer. Der FCM, der trifft es sehr, sehr gut. Allerdings kann man natürlich hier seine Heavy Crew damit sehr schön schulen. Persönlich muss ich sagen, finde ich den CDC, den AMX, einen Ticken besser. Allerdings natürlich den deutlich größeren Nachteil des nicht verbesserten Matchmakings. Das heißt, der FCM 50 Tonner kommt lediglich maximal in Tier 9 und der AMX CDC, der wirklich dann auch ein mittlerer Panzer ist und auch so eingestuft ist, der kommt dann auch in Tier 10 Gefechte. Zwar natürlich auch nicht so oft, aber dementsprechend schon möglich. Nun gucken wir mal, was er hier macht auf der Karte Overlord. Stellt sich erstmal auf die Nullerlinie, guckt, ob da ein Gegner kommt, den er dann wegsnacken kann. Weil, das ist eigentlich für einen Premium-Panzer, der ein verbessertes Matchmaking hat, er nämlich eine ganz gute Kanone. Sofern ich hier nämlich 212 Durchschlag, das ist aller Ehren wert, 259 dann mit Premium, aber 212 für ein verbessertes Matchmaking ist sehr, sehr selten. Das, ich glaube, sogar einer der besten Durchschlagswerte unter den verbesserten Matchmaking-Tanks im Spiel überhaupt. Nur bisher kann das leider nicht beweisen. Noch hat er keinen, auf den er da ziehen kann. Scheinbar hat die ISO ihren Spaß. 996, wahrscheinlich meint er damit einen Schaden. Ansonsten keine Ahnung. So, was kommt da? UI? Oder ein Bulldog? Outer End drauf, zack, erster Hit. Wie gesagt, Panzerung darf man sich hier nicht drauf verlassen, die hat er einfach nicht. Weiterhin Outer End drin. Diesmal war aber der Hügel da im Weg, um da drauf wirken zu können. So, der Bulldog haut aber lustigerweise ab. Er setzt hier nach. Gibt hier den Hit. Bulldog schießt, prallt allerdings ab. Das ist kurios und selten. So, jetzt kommt der A43. Jetzt kann der Bulldog auf ihn und er nimmt den Bulldog raus, weil der A43 da schön ablenkend agiert. So, und mit was man mit dem FCM gut machen kann, ist Flanken wechseln. Das heißt, man ist sehr mobil, man kann mal schnell auch Gegner überraschen. Das ist auf jeden Fall sehr super. So, oh. Sehr gut, UI auf dem Turm. So macht man's. Er wackelt hier ein bisschen, hat den Hintergrund, dass er einfach hier ein bisschen schräg steht auf dieser Kippe. Ah, yes, der könnte natürlich ein bisschen Schaden machen. Ah, der nimmt aber den A43 raus. Mit dem Munitionslager sogar. Oh! Geil! Nimmt den einen das Munitionslager und damit sein Munitionslager rausgenommen. Und das vom AMX. Joa. Not bad. AMX schreibt auch LOL. Ganz klar. Damit, glaube ich, hat er auch nicht gerechnet. Der Gegner ist hier drüben so wirklich die 2er, 3er, 4er Linie sehr lastig. Und da fährt er jetzt rüber und wie gesagt, man sieht einfach auch jetzt hier die Geschwindigkeit, dass er da hier schön variabel rüberfahren kann. Das geht sonst beim klassischen Heavy natürlich nicht so einfach. KV2. Durch den Heuballen durch. Abpraller vom KV2. Da ist auch noch die ISO. Oh, oh, oh. Zwei wirklich Panzer, die wirklich Schaden machen. Naja gut, der KV2 hat die... Nicht die klassische KV2-Kanone sehe ich gerade, von dem her. Ja, dann finde ich den Panzer auch gar nicht so spaßig. ISO schaut jetzt auch mal wieder raus. Schießt daneben. Er schießt auch daneben. Aber ein ISO in 1-on-1. Bis auf, dass die Kanone so ein bisschen eine Diva ist, aber ansonsten nicht so empfehlenswert. Der Indian? Ja, der ist ein leichter Schuss gewesen. Ein leichter Kill. Der dritte schon.
Aber ich kann euch hier verraten, es werden noch ein paar mehr. So, jetzt auf die ISO. Und da macht er den Killshot. Seinen vierten. 8 zu 8 steht es aktuell. Bereit zu feuern. Viele mit Low Life. Also das ist immer sehr schön. KV5, AMX. Was haben wir denn noch so alles? Der Churchill, der IS-3, also da alles im, naja, oder vieles dann zumindest im Two-Shot-Bereich. So, da ist der IS-3, da schießt er gleich mal daneben, weil er so aufgeregt ist. Zieht sich zurück, aber hat noch genug HP, also ein bisschen was. So, erster Hit, der sitzt und mit dem zweiten Hit nimmt er den dann auch raus. So, der schießt daneben, der IS-3 hat aber eine längere Reload, das heißt, er kann hier direkt nochmal den Nachschuss setzen. Und der, genau, der passt. Hat man schon gesehen, wo er gezielt und wie er gezielt hat. Das ist dann kein Hexenwerk. So, dann jetzt der OI. Oni. Macht er hier seinen Krieger auch klar? Oh, jetzt fahrt er hoch. Komm schon. Ja, jetzt muss er von vorne aufpassen. Oh, der ist ein schöner. Schöner One-Shot. Ja, weg mit dir. Fein. Krieger. So, und jetzt hier. Ja, nimmt er auch den raus. Der AMX 12-Tonner. Macht er noch die Radley Walters? Achter Kill. Und der T69 noch. Auto-Aim. Aber was ich hier sagen muss, er geht hier nicht auf die Last Hits, sondern er schießt einfach. Er hat einfach immer das richtige Glück, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schuss zu machen. Hacker FCM 50 Tonnen. Das ist das größte Kompliment. So, auch hier. Er hat sofort geschossen, als er die Möglichkeit hatte. Macht die Radley Walters klar. 9 Kills mit 4000 Schaden. Das muss man erstmal machen. Aber es gab schön Credits dafür. Er hat 103.000 netto rausbekommen mit Premium. Und das ist doch das Wichtigste, dass ein Premium-Panzer auch Credits macht. Neben dem Crew-Training natürlich. Ja, dann hoffe ich, euch hat die Runde vom FCM 50-Tonner gefallen. Ich freue mich, bei euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, euer Alcaramba.